wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Eine weitere Folge Papa kocht. Es wird asiatisch, es wird lecker, es gibt Rindfleisch. Ich weiß, ihr mögt das gerne. Deswegen haben wir noch ein schönes Gericht ausgepackt. Rindfleisch, Pilze, Zwiebeln. Sehr, sehr geil. Die Soße dazu ist der absolute Knaller. Ich zeige euch gleich, wie es geht. Eine Kleinigkeit noch. Neben dem Hoffmann-Wok, der heute am Start ist. Ihr wisst, hier Hoffmann-Pfann-Kooperation steht unten. Beschreibung drin. Wenn ihr eine schöne Pfanne für zu Hause braucht, könnt ihr auf den Link klicken und mit diesem Code hier gibt es auch noch mal 10% obendrauf. Ja? Also kauft euch schönes Kochgeschirr für zu Hause. Jetzt müsst ihr mir noch was kaufen. Nein, ich gebe euch die Chance. Ich habe hier mein schönes asiatisches, chinesisches Messer. Habe ich in China machen lassen. Die Hälfte davon habe ich schon an Kanalmitglieder verkauft. Ich habe, glaube ich, noch, keine Ahnung, ab wie viel haben wir noch? 10, 12 Stück davon oder so. Ne? Schnell sein, unten im Shop. Die ist eine Limited Edition, weiß nicht mehr, wie viel es davon noch geben wird. Viele haben mich danach gefragt, ob es mal sowas geben wird. Ich habe es mal ausprobiert. Vielleicht kaufen wir irgendwann mal wieder welche davon nach. Es dauert aber sehr, sehr lange aktuell. Ist sehr, sehr geil. Beschreibung hier, Link ist unten drin, ne, zum Messer. Also, wir machen Roastbeef, Rumpsteak habe ich hier. Schön ein bisschen Fett mit dran, das ist vollkommen in Ordnung. Wir halbieren es, übrigens brutal scharf das Ding. Ja. Und dann legen wir es hier so ein bisschen hin und schneiden uns schräg so ein paar Fetzen vom Rindfleisch runter. Und das ist natürlich hervorragend geeignet, das mit einem scharfen Messer zu machen. Das geht ab, das Ding. Ist halt original chinesisch, ne? Aus so einer Manufaktur. Ich freue mich da richtig drüber, werde das jetzt immer benutzen hierfür. Ja, also Rindfleisch zusammenschneiden und dann marinieren wir das gleich zusammen. Fleisch geschnitten, dann geht's hier ins Schüsselchen rein. Und der Timmy, der liest mir jetzt mal vor, was da alles rein muss. Ich mache da schon mal pro forma Knoblauch mit rein, ne? Ist halt auch geil, da haust einfach nur drauf, ist es schon gehackt. Ey, das macht schon Spaß, aber gut. So, Timmy, die Marinade. Bitte was? Soja. Ein Esslöffel Sojasauce. Kommt hier rein. So. Kochwein 1. Kochwein. Chinesischer Kochwein. Ihr kennt's, gell? Hier. Ist immer ein bisschen schwer zu kriegen, ne? Und bevor die Kommentare kommen, was nehme ich denn stattdessen? So ein Madeira würde gehen. Timmy, wie geht's weiter? Ein Sesam. Ein Sesamöl. Geröstetes Sesamöl, lesen wir auch öfter die Kommentare, normales oder geröstetes. Hier einfach geil, geil, geil. Ja, was geht? Stärke, halben Esslöffel. Einen halben Esslöffel Stärke. Tja, die muss ich holen. So, da ist es schon. Wir machen hier so einen gestrichenen Esslöffel. Ja. So, Timmy, noch was? Natron. Oh, Natron. Wie viel Teelöffel, ne? Ja. Natron, kommt damit rein, macht das zarte Fleisch noch zarter. Ist der chinesische Trick. Oh, jetzt kommt das Beste. Ein ganzer Teelöffel. MSG. Für alle, die nicht wissen, was MSG ist. Das ist Glutamat, Geschmacksverstärker. Und das gehört nun mal dahin. Es ist optional. Damit schmeckt es besser. Ihr könnt es weglassen. Macht, wie ihr wollt. Salz und Pfeffer. So, ein bisschen Salz und Pfeffer noch. Bisschen Salz. Bisschen groben Pfeffer. Hervorragend. So, dann rühren wir das hier durch. Und wenn ihr merkt, ne, dass hier noch zu viel Flüssigkeit drin ist, dann noch mal ein bisschen Stärke. Ja, es geht schon. Guck mal, je mehr man rührt, desto mehr bindet die Stärke das an sich. Wir können hier noch so ein bisschen, ein kleines bisschen Stärke drauf machen. Und dann rühren wir das hier rein. Und das gibt nachher die geile Kruste beim Braten. So wird es gemacht. Das ist der Trick. Allein dafür ist es jetzt schon wert, einen Daumen nach oben zu geben, einen netten Kommentar zu schreiben und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, den Kanal zu abonnieren. Wo kriegt ihr denn die geilen Tricks hier kostenlos verraten? Richtig, beim Dicke Baba. So, dann rühren wir gerade noch ein bisschen Soße zusammen, Timmy, gell? Machen wir das? Gut, wenn wir schon so in Rage sind gerade. So, dann nehmen wir uns hier wieder einen Esslöffel. Dann gibt es zwei Esslöffel Sojasauce. Und wir machen das heute zusammen. Weil ihr am letzten Mal gemeckert habt, warum ich euch nicht mitgenommen habe. Austernzweig. Oh ja, jetzt wird's geil. Ah, diese Soße, ne? Das wird jetzt schon gut. Zwei Löffel Austernsoße. Eine. Und der zweite. Kochwein zwei. Zweimal Kochwein. Beim Kochwein immer lieber ein bisschen weniger als zu viel nehmen, ja? So. Halben Esslöffel Sesam. Einen halben Esslöffel Sesamöl. Sehr schön. Anderthalb Zucker. So, süß muss natürlich auch rein. Anderthalb, sagst du, Timmy. Ein Ganze. Und, na, ja, komm. Was drin ist, ist drin. Zwei Teelöffel Stärke. Und zwei Teelöffel Stärke. Ein Teelöffel und zwei Teelöffel. So, das auch glatt rühren. Und was wir uns aber hier direkt schon noch mit reinmachen, ist wieder ein bisschen Knoblauch. Und ein bisschen Chili. Ja? Einfach nur hier vorne
so ein bisschen von der Chili runterschneiden, vierteln und dann ein paar feine Würfelchen. Und das ist natürlich auch je nachdem, wie scharf ihr das haben wollt. Ne? So ein bisschen spicy, das muss da rein, meiner Meinung nach. Deswegen packt euch das dazu. So, dille. Und die Chili ist ja nicht so brutal scharf, das geht ja noch. Ja? So, dann haben wir hier den Knoblauch noch dazu. Damit kann man arbeiten. So, dann ist unsere Soße fertig, Tim. Ja. Hervorragend. Dann können wir jetzt anfangen, Pilze zu schneiden. Ne? Und zwar habe ich hier Shiitake, frische Shiitake. Wenn ihr frische Shiitake kriegen könnt, nehmt euch die frischen. Wenn nicht, kauft euch die getrockneten. Schmecken auch sehr, sehr geil. Einfach nur vierteln und auf die Seite packen. Mache ich jetzt für euch. Sollte es mal keine Shiitake geben, nehmt euch ein paar Kräuterseitlinge oder Champignons. Geht alles, ne? Aber besser ist natürlich mit Shiitake. So, dann habe ich hier noch die Moer-Pilze eingeweicht. Die hacken wir uns auch noch in die richtige Größe so ein bisschen. Die geben natürlich eine geile Konsistenz. Ne? Geschmacklich sind die natürlich so ein bisschen hinten dran gegen jetzt so ein Shiitake. Aber ich finde das Mundgefühl, die Konsistenz gepaart mit dem Geschmack, den sie ja dann doch haben, finde ich äußerst angenehm. Und es gehört nun mal in die asiatische Küche dazu. Wo die natürlich auch unerlässlich sind, Timmy, müssten wir eigentlich auch mal einblenden. Ne? Die Peking-Suppe. Steht ihr auf Peking-Suppe? Das ist unser zweiterfolgreichstes Video, glaube ich, Tim, gell? Kann das sein? Ja, wir blenden es mal hier oben ein. Peking-Suppe. Sehr, 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 sehr geil. Ich empfehle euch gleich, einen großen Topf zu kochen. So, dann machen wir noch ein bisschen Zwiebelchen dazu. Und da vierteln wir die. Und dann achteln. Und dann schneiden wir sie einfach in der Mitte noch einmal durch. Und habt ihr das gesehen? Hier steht sogar Bernd Zehner drauf. Focus on point, Timmy, ja? Yeah. So, ich habe jetzt hier eine halbe große Metzgerzwiebel, das muss mal ausreichen. Bisschen Bambus habe ich hier noch am Start, finde ich ganz gut. Das passt da hervorragend mit rein. So, jetzt Wok vorheizen, immer auf Vollgas. Fleisch nochmal rüber, einmal durchgerührt. Ja, sehr gut. Dann geben wir hier so ein bisschen einmal Fett rein. Wok muss immer schön heiß sein, Vollgas. Ihr seht, fängt schon direkt an und qualmt. Trotzdem, heiß werden lassen. So soll es sein. Schön brutal heiß. Noch einmal durchgerührt und dann Fleisch rein. Und das natürlich im Hoffmann-Wok perfekt. Die Auflagefläche hier unten sorgt dafür, dass das jetzt schön knusprig angebraten wird. So, von der einen Seite schön angebraten und dann, guck mal hier, schön im Wok geschwenkt. Wow, guckt euch das an. So willst du das haben. Ja, das geht nur mit einem richtig schönen, heißen Wok. Kriegst du auch die Röstaromen aufs Fleisch. Das machen wir jetzt noch von der anderen Seite. Einmal schön durch den Wok gezogen, raus. Wok direkt wieder drauf, wieder ein bisschen Öl rein. Ja, das ist eine schnelle Angelegenheit. Ne? Guck, wie lange hat das denn gedauert? Das Fleisch ist jetzt schon fertig. Und jetzt geht's los. Erste Zwiebel. Shiitake. Und dann schön mit der Wokspachtel. Gibt es übrigens auch dazu. Wenn ihr euch so eine Pfanne kauft, gönnt euch auch so ein Ding, weil die passt hier hervorragend rein. Weißt du, das ist einfach gut. Ja, und jetzt braten wir Zwiebeln und Pilze. Boah, habe ich Fleisch verloren da vorne. Geil. Das gehört hier noch rein. Boah, das schmeckt schon so gut. Überall, wo Pilze sind, mit ordentlich Fett arbeiten. Ja, und braten lassen. Ja, Gemüse, sehr gut. Jetzt gehen die geschnittenen Moer dazu. Und dann kommt noch so ein bisschen Bambus mit rein. So, für den Geschmack und für den Crunch. Dann habe ich hier noch Frühlingslauch. Den schneiden wir uns auch in mundgerechte Stücke. Und ein bisschen was für oben drauf gleich. Die geht jetzt auch gleich mit da rein. Und guck mal, da liegt hier so eine halbe traurige Chili rum, ne? Leute. Leute. Komm. Ist so geizig. Zack, rein damit. So, so sieht das jetzt hier aus. Und immer auf höchster Stufe Pfannen wenden, ja? Pfannen rühren, Stir Fry. Aber wenn ihr es könnt, könnt ihr es natürlich auch schwenken. Aber in dem Wok kannst du natürlich auch perfekt üben, ne? So, da haben wir das hier. Das brutzelt schön vor sich hin. Dann geht jetzt hier Frühlingslauch mit rein. Sieht gut aus. Dann sind wir an dem Punkt, wo
Wollen wir den noch einmal durchschwenken? Und dann geben wir unsere Soße oben drauf. Immer noch einmal aufrühren, weil Stärke mit drin ist. Und dann einfach Soße drüber. Guck, dass der Zucker alles mit reingeht, ne? Das karamellisiert schön. Und da kommt dann gleich der Geschmack her. So, einmal durchschwenken. Fleisch mit rein. Ey, der Geruch, ne? Knoblauch, jetzt kommt alles. Und dann so schön schwenken, dass die Stärke karamellisiert, beziehungsweise der Zucker karamellisiert und die Stärke das abbindet. Das wollte ich sagen. Und jetzt sieht es so aus. Jetzt ist fertig und jetzt können wir auch schon anrichten. Absolut schnelle Küche. Ich besorge uns ein bisschen Reis und dann essen wir. Guckt euch das an! Wahnsinn! Sieht das nicht geil aus? Also, das steht doch wirklich, 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 wirklich dem chinesischen Restaurant in eurer Stadt, in eurem Dorf, in nichts nach, sage ich euch gleich. So, bisschen Reis, bisschen Fleisch, bisschen Zwiebel und ein Stückchen Chili natürlich. Und dann, das riecht so gut. Butterzart, geiler Pilzgeschmack, Fleischbombe, Soße, 10 von 10. Ich bin sehr, sehr glücklich damit. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Kauft euch ein Messer, wenn ihr Bock drauf habt. Kauft euch eine Pfanne, wenn ihr eine braucht. Gebt uns einen Daumen nach oben. Admin, was tust du da? Unsere Kamera ist ein bisschen heiß, ne, Admin? Also, die Kamera ist auch on fire. Was wollte ich euch sagen? Also, schreibt mir einen netten Kommentar, gebt einen Daumen nach oben. Kauft euch Pfannen, kauft euch Messer. Gebt uns auf jeden Fall ein Abo hier unten in der Abo-Box. Und ja, ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.